Hey Jagdfreunde, willkommen in Way of the Hunter, willkommen in Afrika. Wir haben Early Access bekommen, ich freue mich extrem drüber, an der Stelle auch vielen Dank an THQ Nordic. Ich habe noch keinen einzigen Schritt auf dieser Karte gemacht, aber ihr seht, es sieht nach ziemlich offenen großen Flächen hier auf den ersten Blick aus. Wir können auch gleich mal einen ersten Blick auf die Karte werfen. Die sieht relativ trocken aus, ich bin super gespannt, was wir für Tiere finden werden, wie man hier jagen kann. Und ich würde einfach direkt sagen, ohne weiter zu quatschen, wir gehen los. In der Savanne warten mit Büffeln, Hyänen und den Löwen jede Menge krasse Tiere auf uns. Als Hauptwaffe habe ich mir deswegen heute mit der 338 ordentlich viel Power mitgenommen. Mit dem Afrika-DLC kommen auch Bögen ins Spiel. Meine Wahl für die Zweitwaffe fiel daher auf den Sky Vortex. Und wir haben direkt die ersten Tiere vor uns. Es ist der große Kudu, auf die bin ich extrem gespannt. In Call of the Wild kennen wir nur den kleinen. Wir werden auch heute jetzt nicht so viel Wert auf Herdenmanagement legen. Das ist eine Early Access. Ich habe hier einen Safe-File bekommen. Das heißt, wir werden heute, wenn mal große Dinger finden, auch die mitnehmen, auch wenn sie dann vielleicht nicht das volle Potenzial ausgeschöpft haben. Aber wir wollen es uns ja gemeinsam anschauen. Ich glaube, der ist eigentlich ganz gut. Oder haben wir hier noch einen etwas größeren? Steht auf 170 Meter. Ich habe keine Ahnung, ob die vielleicht zu stark für die ist. Wir werden es gleich sehen. Der läuft jetzt gerade so schön vor uns. Kann sein, dass ich etwas hoch angesetzt habe, aber er scheint relativ schnell down zu gehen. Da rennt jetzt die Herde. Das sind noch mehr. Könnten Gnus sein. Vielleicht können wir da gleich das nächste Tier mitnehmen. Oder sind das Hyänen? Ich weiß nicht, wir müssen auf jeden Fall hinschauen. Way of the Hunter ist auf jeden Fall anspruchsvoller als Call of the Wild. Wir haben jetzt tatsächlich hier direkt vor uns die ersten Weißschwanz-Gnus. Wenn ich jetzt hier anfange, das Kudu zu suchen, dann sind die mit Sicherheit weg. Gefahr ist natürlich, wenn ich das jetzt nicht richtig erwische, dann suche ich mich zu Tode. Aber ich glaube, wir riskieren es. Wir gehen vielleicht noch einen Tick näher ran. Hier hätten wir jetzt eine ganz gute Sicht auf die Herde. Sieht man auch schön die unterschiedlichen Fellarten. Das Dunkle hier gefällt mir eigentlich ziemlich gut. 180 Meter. Wir müssen es einfach ausprobieren. Getroffen hat er. Ja, sieht noch relativ fidel aus, muss ich sagen. Oh ja, das ist schnell unterwegs. Ich markiere es mir mal. Jetzt ist es gefallen. Aber als erstes geht es jetzt mal an die Kudu-Suche. Schweißwerte habe ich gefunden. Luftblasen, das sieht gut aus. Es gibt jetzt auch einen neuen Modus, der es einem möglich macht, deutlich schneller und deutlich leichter zu spielen. Da werden die Tiere hervorgehoben, da werden die Spuren hervorgehoben. Das ist quasi für Leute, die einfach am Abend eine halbe Stunde ganz entspannt jagen wollen, ohne quasi eine halbe Stunde nur ein Tier zu suchen. Finde ich ganz cool, dass sie das reingebracht haben. Für Leute, die nicht ganz so viel Zeit haben, vielleicht genau der richtige Ansatz für das Game. Ist nicht so weit gekommen, jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Ja, ist schon ein Stückchen größer als die kleinen Kudus, die wir kennen. Hörner könnten natürlich noch ein Ticken größer sein, aber das war auch noch relativ klein. Die Waffe war tatsächlich viel zu viel Power, okay. Schuss hat aber gepasst in die Doppellunge. 27% Genetik, da haben wir also nichts kaputt gemacht, aber nur 4 Sterne. Müssen wir sich noch ein bisschen eingrooven, welche Waffe da genau die richtige ist. Hier kann ich euch nochmal zeigen. Model finde ich eigentlich ganz okay, aber ich bin natürlich auch da gespannt, was gibt es für unterschiedliche Fellarten, wie groß werden die Hörner wirklich. Da muss noch deutlich mehr gehen. Ich bin kurz vorm Gnu und links von mir hat gerade das nächste Tier geschrien, ein Kaffernbüffel. Also scheinbar ist hier rund um das Startgebiet, da hinten ist die Lodge, man sieht sie noch. Bin nicht weit gelaufen, ist schon einiges los. Ich wundere mich hier die ganze Zeit, dass die alarmiert sind, aber schaut mal. Die sind direkt vor uns und das ist auch eine Neuerung. Kaffernbüffel sind eine der Tierarten, die aggressiv werden können. Es gibt quasi ein neues Feature, das Charging, das heißt, die können einen anspringen. Ich denke, wir sollten uns wappnen. Junger Büffel. Da kommt auch in unsere Richtung. Finde ich jetzt gerade eher unangenehm. Wir könnten jetzt einen Herzschuss versuchen. Oh oh. Oh oh. Alter! Ich kann euch sagen, das ist was völlig anderes als das, was wir von anderen Spielen kennen. Ich kann da nicht einfach so schnell nachladen und noch einen hinterher setzen. Ey, da muss man richtig taktieren, wann man den wie erwischt, dass er einen nicht killt. Der Einstieg war jetzt schon mal optimal. Wir machen einfach weiter. Das ist jetzt das Gnu von vorhin. Hat eine ziemlich helle Mähne. Gefällt mir gerade eigentlich wirklich gut. Linker Flügel, rechter Flügel. Aber auch da war die Waffe zu stark. Muss ich da einfach weiter weggehen? Aber 180 Meter ist eigentlich schon relativ weit weg.
Und es ist auch trotz der Doppellunge relativ weit gekommen. 33%, das war in Ordnung, aber wieder nur die 4 Sterne. Auch hier kann ich euch nochmal das ganze Model zeigen. Da geht mit Sicherheit bei den Hörnern auch noch mehr. Aber wo ich jetzt gerade ein bisschen am Grübeln bin, ist, was ich da für eine Waffe hätte nehmen sollen. Jetzt muss man auf jeden Fall noch gucken, wo der Übeltäter liegt. Ich hoffe nicht zu weit weg. Hier liegt er schon, war ja ein junger Bulle, ein junger Büffel. Linker Flügel, rechter Flügel, da hat die Waffe jetzt gepasst, immerhin das. Aber der ist natürlich noch ziemlich weit gekommen. Vorne habe ich versucht, ihn noch irgendwie im Herz zu erwischen, aber das hat nicht ganz gereicht. Da geht die Kugel nicht weit genug rein. Aber auch da muss man irgendwie ein bisschen umdenken, glaube ich jetzt, wie man am besten an die rangeht. 20%. Aber ist ja ganz cool, wenn es neue Herausforderungen gibt und man sich wieder ein bisschen neu einspielen muss. Bin gespannt, was passiert, wenn da mal ein Löwe auf einen zurennt. Vor uns ist jetzt direkt eine Herde Kudus. Ich habe mal gecallt. Ich habe ja auch den Bogen dabei und ich hätte mega Bock, mal den auszutesten. Wir müssen mal schauen, ob wir eins davon gleich näher ranbekommen. Jetzt bewegt sich was. Oh ja, da kommt eins. 59 Meter. Beim ersten Schuss mit dem Bogen hätte ich es gerne noch ein bisschen näher. Wir schauen mal, wie weit der herkommt. Verhalten ist auf jeden Fall noch ruhig, das ist gut. Also so muss es eigentlich gehen. Bei dem Bogen gibt es 2 unterschiedliche Visiere. Wind, keine Ahnung, wie der da einen Einfluss drauf hat. Getroffen hat er. Er ist richtig hochgesprungen. Er sieht jetzt aber nicht so aus, als ob ihn das groß stört. Frisst er jetzt einfach weiter? Wir versuchen ihn auf jeden Fall zu erlösen. Steht nicht ganz optimal. Jetzt ist er sofort down. Den schauen wir uns an. Oh, da rennt auch irgendwas. Oh, Warzenschweine, guckt euch an, wie schnell die sind. Junge, in so Dokus sieht man die auch immer so schnell durch die Steppe pacen. Das kommt hier echt vom Feeling ganz gut hin. Aber hier ist einiges los. War jetzt nicht wirklich größer als der erste, aber ich bin auf den Pfeil gespannt. Ah, okay, ich habe ihn einfach unterschossen. Hat das Herz angekratzt, hat aber nicht gereicht. Der war nix. Der zweite, ja, hat es dann mit der Lunge beendet. 43%, muss aber besser gehen. Ich bin jetzt mal... Oha, nächsten Kudus, ich wollte gerade anfangen. Aber Kudus gibt es hier scheinbar wirklich richtig viele. Weißschwanzknus sind da auch noch. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin auf dem Weg zu dem großen Wasser, zu dem See, was auch immer es ist, hier oben und wollte jetzt das Flussbett entlang, weil man hier einfach auch sieht, dass es landschaftlich komplett anders aussieht. Deutlich grüner, deutlich dichter bewachsen und damit auch deutlich anspruchsvoller. Ja, aber wir haben trotzdem sofort die nächsten Tiere. Direkt vor uns taucht jetzt einfach hier ein Gnu auf. Ich wollte eigentlich gerade warten. 22 Meter. Komm, wir probieren nochmal den Bogen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich die Pfeile irgendwie ändern kann. Sollte sie jetzt auch nicht unbedingt so viel bewegen. Also es reicht zumindest aus, um die anderen auch zu spooken. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Aber es sieht irgendwie nicht so aus, als ob es ausreicht. Ja, wobei, Anschuss schaut jetzt nicht so schlecht aus. War auf jeden Fall in der Lunge. Da liegt unser Gnu. Auch da bin ich jetzt wieder sehr gespannt. Ne, das war in Ordnung. Linker Lungenflügel, rechter. Eigentlich ein ziemlich passender Schuss. 31%, aber diesmal 5 Sterne. Hat also gepasst, kommt aber mit dem Bogen dann doch ein ganz gutes Stück. Wobei das Fährtenlesen hat bis jetzt eigentlich immer recht gut und schnell funktioniert. Keine Ahnung, ob die da auch was verändert haben, aber das war in Ordnung. Wir haben die nächste neue Tierart. Da vorne sind Warzenschweine, glaube ich, sind es ja wohl. Ein junges, das noch ein junges. Das steht jetzt eigentlich ganz gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da unsere Waffe leider auch nicht dafür gut ist. Das ist halt schon ein krasser Unterschied, weil man einfach nur 2 Waffen dabei haben kann. Ich glaube, das hier war's. Aber zum Anschauen. Ja, liegt sofort. Wahrscheinlich einfach, weil die Waffe hier deutlich zu viel Power hat. Aber wir haben das erste Warzenschwein. Schauen wir uns an. War ein Jungtier, also nicht besonders groß. Aber das Model hier von den Augen und so sieht schon auch wieder sehr detailliert aus. Da hinten das mit dem Fell, das ist, glaube ich, einfach immer richtig schwer, das so hinzubekommen, dass das wirklich realistisch ausschaut. Aber gerade das Gesicht gefällt mir wirklich gut. Der Schuss, ja, war jetzt nicht optimal, zu viel Power und geht dadurch natürlich auch viel zu krass durch das ganze Tier durch. Aber um sich das einfach mal anzuschauen, 52% wäre auch in Ordnung gewesen. Wir müssen mal schauen, ob wir bei der nächsten Hütte vielleicht mal die Waffen austauschen. Wir brauchen, glaube ich, auch noch ein bisschen was Schwächeres. Hier müssten wir jetzt eigentlich gleich über diese Böschung kommen und dann den See oder die Seenlandschaft vielmehr sehen. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Mir kommt es auch ein bisschen, was heißt leichter, aber ein bisschen
ja, besser zu bejagen bis jetzt vor als die anderen Karten. Ich würde sagen, wir peilen als nächstes die Lodge hier oben an. Dann können wir nämlich auch die Waffe austauschen und mal schauen, was wir auf dem Weg dahin noch finden. Also das kommt schon richtig gut. Hier trinkt ein Büffel. Den schauen wir uns vielleicht gleich noch genauer an. Hier ist eine Riesenherde Gnus, die gerade am Trinken sind. Das sind Warzenschweine. Also diese Afrika-Vibes kommen da auf jeden Fall rüber. Okay, wir sind jetzt ungefähr 160 Meter vom Büffel entfernt. Viel näher will ich auch nicht rangehen, damit wir da die Chance haben, vielleicht noch ein oder zwei hinterher zu setzen, falls er uns wieder charged. Er muss sich aber noch ein bisschen drehen. Okay, jetzt schaut er zumindest mal in unsere Richtung. Nullung passt. Herz haben wir schon gesehen, dass das nicht ganz reicht. Aber ehrlich gesagt, der steht so schön. Ich weiß nicht, ob der in den Kopf geht, aber da muss man ihn einfach beenden. Man kann den nicht auf sich zurennen lassen. Ich bin gespannt, wo die ihn getroffen haben, denn der war gerade mit dem zweiten sehr schnell am Boden. Ja, da ist gerade was weggerannt, das hat jetzt alles andere mitgespookt. Macht aber nichts, den Büffel haben wir ja. Bin gespannt, ob der erste fürs Herz gereicht hat. Herz war es nicht, dafür die Hauptschlagader. Und der zweite, der hat es dann nochmal in der Hauptschlagader und dem Lungenflügel beendet. Krass, dass der dann so schnell gefallen ist. 32%, aber auch nur eine 4er Jagdwertung. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, warum ich da immer nur 4 Sterne bekomme. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich habe auf der Hunter wirklich lange nicht mehr gespielt. Waffe war eigentlich in Ordnung. Vielleicht ist zu viel Fleisch kaputt gegangen durch die Schüsse. Aber die geben auch ganz gut Kohle. 400. Oh, da vorne ist irgendwas und ich dachte erst, das sind Kudus. Aber umso näher ich komme, ich glaube, das ist die nächste neue Tier. Es müssten eigentlich Spießböcke sein. Ich kann sie noch nicht spotten. Ich muss noch ein bisschen näher ran. So, jetzt müssten wir eigentlich langsam... Jawohl, Spießböcke, ein Jungtier. Nochmal. Sind alle jung, die ich jetzt gerade sehe. Sind aber, glaube ich, noch ein paar mehr dahinter. Also ich habe jetzt mal alle gecheckt, da sind nur Jungtiere dabei bei den Männchen. Aber wir können hier auf jeden Fall auch mal ein Weibchen rausnehmen. Die haben ja hier genauso Hörner. Und das hier steht eigentlich wunderbar. Schön im Profil, auf dem Hügel, klare Sicht. Machen die solche Geräusche? Müsste eigentlich auf die Entfernung nicht allzu weit kommen. Mal schauen, ob wir es noch... Ja, das müsste sein. Okay, ist nicht allzu weit gekommen. 200 Meter, hol mal ab. Ich wundere mich die ganze Zeit, was hier so ein komisches Geräusch macht. Hier sind Dachse am Start. Ist der Honigdachs? Wir kennen bis jetzt ja nur den amerikanischen... 46 Meter. Könnte gehen. Getroffen habe ich ihn. Ich meine, das Visier von dem Bogen ist natürlich auch wirklich cool. Hoffentlich fällt der mich nicht an. Der ist nicht weit gekommen, können wir uns auch anschauen. Und dann gehen wir zum Spießbock. Durch den Pfeilschuss stirbt er da ziemlich schnell. 52%, Jagdwertung 5 Sterne. Haben sie auch ganz gut hinbekommen. Und nicht weit vom Dachs entfernt liegt unser erster Spießbock. Ja, die sehen klasse aus. Die Musterung hier vorne, auch die... Ach du Scheiße. Als ich das Geräusch gehört habe, ist sofort klar, das müssen die jenen sein. Dieses Kichern oder Gackern. Aber wenn die schon hier sind, da schauen wir gleich hin. Ja, aber Spießbock gefällt mir richtig gut gerade. Schuss hat auf jeden Fall gepasst. Herz und Doppellunge. Power war wieder ein bisschen zu viel. Mal schauen, was die Übersicht... Okay, trotzdem 5 Sterne. Einzige, was ich jetzt hier auch gerade nicht ganz verstehe, die haben ja ein Trophäenorgan, die haben Hörner, aber es gibt keine Trophäenwertung. Ist eine Early Access, vielleicht wird sich das noch ändern oder es ist in dem Game einfach so. Aber allein das Model macht auf jeden Fall was her. Wo sind diese verdammten Hyänen? Also das ist schon wirklich cool, wenn die Hyänen hier so über die Savanne streifen, immer mal wieder hört man das Gackern, die bekommen gleich Besuch. Ich hoffe, die fangen nicht an, auf die Schweine loszugehen. Es war jetzt keine große dabei, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da bei der Waffe genauso der Overkill ist. Wir wollen sie uns anschauen, ich muss sie wirklich möglichst bald austauschen, damit wir da nicht alles mit der viel zu starken Waffe erlegen müssen. Ich dürfte eigentlich nicht weit kommen, ja, ist am Boden. Die anderen hauen ab.
Ich muss sagen, ich finde es schon echt gerade ziemlich cool. Jenen habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die da vielleicht kommen werden. Aber macht auf jeden Fall was her. Ja, also die hat es nicht wirklich weit geschafft. Gefällt mir jetzt auf den ersten Blick auch richtig gut. Bis jetzt fand ich jedes Model, ey, allein die Füße mit den Krallen und so weiter, echt gut umgesetzt. Herz, linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel. Ja, der kommt wahrscheinlich hinten wieder raus. Ja, so ist es. Damit müsste ich eigentlich ein bisschen Abzüge bei der Wertung kriegen. 51%, 3 Sterne. Und jetzt, wo ich es so sehe, vielleicht war das in Berlin eine Hyäne. Ja, aber ist schon echt cool. Wie gesagt, auch das Gackern macht richtig Stimmung. Wir verkaufen die mal und jetzt wird es höchste Zeit, die andere Waffe auszurüsten. Die neue Lodge namens Caribou haben wir erreicht. Die sieht auch eigentlich echt schön aus, so ein typisches Safari-Haus. Ich glaube, ich werde den Bogen da lassen. Wir müssen jetzt aber mal schauen, was da eine geeignete Zweitwaffe ist. Ich habe anschließend den Bogen gegen die 308 eingetauscht. Für die Savanne könnte die ganz gut sein. Heute ist sie allerdings nicht mehr zum Einsatz gekommen. Es gibt natürlich noch eine Tier, die ich wirklich gerne finden würde, der Löwe. Ich werde jetzt einfach mal hier quer durch die Savanne streifen und schauen, ob noch irgendwas dabei rausspringt. Und ich hoffe, wir sehen uns mit einem guten Ergebnis gleich wieder. Löwe habe ich noch keinen gefunden, aber ich bin hier mal zu so einer Schlucht gegangen. Einfach, weil es mich interessiert hat. Und oh, es sieht richtig cool aus. Und da unten, ich glaube, das ist der coolste Platz für die Ansitzjagd, den ich bis jetzt gesehen habe. Müssen wir irgendwann mal ausprobieren. An diesem Wasserloch, da kommen bestimmt viele Tiere zum Trinken. Haben sie schön gemacht, muss man sagen. Es ist immer noch nicht der Löwe, aber zumindest mal die Spur. Und die sollte ja eigentlich zu irgendeinem Bedürfnisgebiet von dem führen. Ich werde die mal verfolgen. Also das Gebiet habe ich gefunden, Esen aber nur selten. Das heißt aber auf jeden Fall, dass es die hier in dem Gebiet gibt. Und ich muss aufpassen. Streifengnus. Oh mein Gott. Sind das die ersten Löwen, die ich sehe? Sieht definitiv danach aus. Ey, wie cool der Anblick ist. Man sieht nur die Silhouetten. Das könnte hier ein Männchen sein. Alter Schwede. Ein kleines bisschen näher gehen wir mal. Da oben sind die Löwen und ich kann sie jetzt nicht schießen, aber ich kann es euch zumindest zeigen. Hier sind die Streifengnus. Die hat man bis jetzt ja noch nicht gesehen. Die sehen jetzt so typisch aus, wie man die auch kennen. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht drauf schießen, weil ich Angst habe, die Löwen hauen ab. Und die sind jetzt, glaube ich, doch ein bisschen spannender. Wir kommen näher. Oh ja, das sind auf jeden Fall welche. Sind auch ein paar Männchen dabei. Aber irgendwie gucken die schon gefährlich in meine Richtung. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie aggressiv die sind. Aber wenn die jetzt gleich loslegen, dann machen die mich weg. Jetzt kann ich sie zumindest mal spotten. Da sind verdammt viele Männchen dabei. Da ist ein Erwachsener, zumindest mal mit 2 Sternen. Sonst wieder viele Jungtiere. Der ist auch noch erwachsen. Tja, große Frage. Wie nah trauen wir uns hin? Sind alarmiert. Ich bin knapp 200 Meter bei ihnen. Also der Anblick ist Weltklasse. Hört sich nicht gut an. Hier haben wir jetzt unseren Ausgewachsenen. Ich weiß nicht, ob ich zu ihm schleiche oder er zu mir. 150 Meter. Ich nehme da jetzt auch einfach meine große Waffe. Das ist mir sonst zu heikel. Oh oh. Das ist gerade kein gutes Gefühl. Ist hier leider noch ein bisschen verdeckt und bei Way of the Hunter hat das deutlich mehr Auswirkungen, wenn ich da durch den Strauch schieße. Aber ganz ehrlich, wenn die jetzt noch arg viel näher kommen, dann muss ich einen anderen nehmen. Der wird's jetzt. Wird mir jetzt zu brenzlig. Der steht perfekt. Ich glaube, er ist gerade gefallen, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich beobachte sie mal noch. Nicht, dass die mich jetzt umkreisen, aber es sieht so aus, als ob sie wegrennen. Auch cool, wie die über die Steine gehen. Huh, erster Löwe liegt. Ich habe ein bisschen geschwitzt. Auch da bin ich jetzt wieder gespannt, ob die Waffe passt. Der Löwe ist Jagdstufe 6, also eigentlich wäre sie nicht verkehrt dafür. Auch das Model finde ich eigentlich echt schön. Gerade die Augen wieder und die Haare da vorne. Herz, Hauptschlagader, rechter Lungenflügel, Waffe dürfte gerade so okay gewesen sein auf 146 Meter. Hat auch nur einen Schuss gezählt, das heißt, er lag schon, als der zweite reinging. Gott sei Dank war das Herz und er ist so schnell gefallen. 5 Sterne, jawohl, 57%. Das ist doch mal ein richtig schöner erster Löwe. Und ganz ehrlich, das sieht sehr, sehr gut aus. Da kann wirklich im Moment, finde ich, nichts anderes mithalten. Sau cooles Model. Da bekommt man schon ein bisschen Bock auf seine Löwenherden zu managen.
könnte spannend werden. Wir haben jetzt nicht jedes Tier gefunden, aber ich glaube, so die spannendsten oder wichtigsten müssten eigentlich dabei gewesen sein. Ich finde die Karte auf dem ersten Eindruck richtig, richtig cool, macht sehr viel Spaß, ihr seht es auch. Es ist unfassbar gut zu bejagen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nichts verscheucht. Es gibt nicht ganz so viel Wasser, aber man hat immer wieder so Wasserlöcher. Ich glaube, da kann man auch richtig gut Ansitzjagden machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bin extrem gespannt, wie immer, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.